Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpghaven.de zu einer weiteren Ausgabe vom Let's Play mit Final Fantasy VII Remake. Etwas ausführlich, etwas länger geworden sind wir beim letzten Mal. Wir haben in den Slums von Sektor 5 so ziemlich alle Sidequests erlegt, also Gegner erlegt und Sidequests erledigt, und uns bleibt nur der richtige Story-Part über. Lassen wir mal gucken, wie lange wir heute schaffen, weil letztes Mal gab es ein bisschen Überlänge und ich bin deshalb ein bisschen knapper, was die Zeit angeht. Aber das soll natürlich euch nicht zu Schaden kommen. Aber ich muss mal gucken, ob ich dann nochmal so viel Zeit wie gestern investieren kann. So, ich würde gerne mal schauen, ob meine Charaktere voll aufgelevelt sind. Ich hatte Materia ihnen auch schon gegeben. Die anderen beiden haben es jetzt nicht. Kampfberichte, was fehlt mir denn noch? Untersuchung. Oh, warte mal. Da kann ich ja nochmal zu Chatley gehen, weil ich glaube, ich habe noch einen weiteren Bericht erledigt. Und er könnte uns noch ein bisschen Richtung Belohnung dafür geben. War denn wieder falsch rumgelaufen? Gut, hier nach rechts. So, hier nach rechts und geradeaus runter. Ich interpretiere ein wenig die Map. Da vorne müsste Chatley nämlich stehen. Ja. Durch hier Gaffer. Kein Gaffer. So, ein Kampfrichter habe ich fertig. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Okay, und was gibt es jetzt? Magische Verkettung. Oh, ein Zusatzangriff mit der verbundenen Materia. Wird hinzugefügt. Kann mit dem Material Glut, Frost, Gewitter, Luft und Toxin verbunden werden. Das ist natürlich ganz geil. Also es wird eine zweite nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Zack, mit einem mit der verbundenen Material-Angriff des Anführers hinzugefügt. Also wir sehen es da unten. Wir probieren das mal. Wir kaufen mal eine. Ausgemerkstes. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem... Ja, ja, da freuen wir uns auch drauf. Mein Kollege, also... Ausweichrundumschlag, effizientes Blocken ist gut. Bitter, Highland, du hast keine verbundenen Slots. Aerith hat hier nur verbundene Slots. Und es ist eine blaue Materie, ne? Das heißt, wir sollten sie in einem verbundenen Slot haben. Magische Verkettung. Ja, werden wir demnächst... Dann mitnehmen. Gebet, Autovita, Luftschieber. Ja, komm, gut, gut. Lass uns die Story weitermachen. Also ja, wir haben gehört, dass jemand in Richtung Haus gegangen ist. Von Aerith. Hier hoch. Dann schauen wir mal, was hier Phase ist, ne? Wer das auch immer sein könnte. Das bin ja ich! Ja gut, nicht ganz. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Nimm's mir nicht übel. Vergesse immer wieder Roots Namen, ey. Ein Tag, wie er im Buche steht. Oh? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen tatsächlich. So, Ruth. Bleib zurück. Wechsel! Lass mich mal. Okay,
Hat Aerith zum Schlafen gebracht? Lass mich schwach. Mal kurz seine Fähigkeiten checken. Nur kein Über. So. Aero ist wirksam. Reichresistent gegen Feuer. Ich habe bei Aero natürlich jetzt nicht gekoppelt. No. Windelementarattacken füllen schnell seine Schockleiste. Start den Kampf neu. Keine falsche Bescheidenheit. Quellenkampf neu beginnen. Wir koppeln die Angriffsmaterial von Aerith. Es muss nicht sein, wir haben es ja gesehen. Man kann die Kämpfe dann auch so gewinnen, aber jetzt, wo ich den positiven Vorteil gesehen habe, weil vielleicht wird Root ja sogar nochmal extra gestaggert. Bei diesen, die Turks sind heftig eben, ne? Das brauchen nur Einzelne zu sein, die nicht mit vielen Ads oder Kollegen daherkommen bei den Bossfights. Aber die können schon nerven, ne? Also alleine gegen Reno ging es ja schon richtig ab. Cutscene können wir ja gleich überspringen. So. Ja. Aerith hat Gewitter. Wir tauschen Luft. Gewitter. Luft hier drauf ist. Treffen wieder auf Root. Und können das überspringen. Und jetzt geht's ab, mein Freund. Ich zähl auf dich. Ich hasse Gewalt. Bleib zurück. Ja. Der ist für dich. Arbeiten wir im Team. Zieh dich zurück. Okay, Schlafsand hat er natürlich hier erwischt. Einpennt. Ich habe nur eine Aeromagie. Störung. Also entfessel deinen verheerenden Angriff und wechselst die Kampfhaltung. Alles scheiße gewesen gerade. Volle Konzentration. Ja! Kommt nicht wieder vor. Gut, also. Nicht gut gemacht. Aerith lebt ja immer noch. Nicht in Ruhe lassen? Das kann ich nicht. So, was hatte sie jetzt noch? Macht der Unschuld. Gestatte mir, meinen Partner zu rächen. Das gestatte ich dir nicht. Wechsel! Los geht's. Ich hab doch. Also komm. Das war doch Shit jetzt. Ein Soldat? Das war doch Shit. Hat er mich gerade. Er hat einen Suplex mit mir gemacht, oder? Übernimm du! Lass mich mal! Flieg nicht davon! Oh, ja. Nächste Stufe. Das Brilge! Schlecht. Das Brilge habe ich kaputt gemacht. Er hat ja noch eine. Nein, ich fange jetzt erst richtig an. Hab alles im Blick. So. Dann übernimm. Gibst du jetzt auf? Nein, hab meine Befehle. Komm, das ist doch nicht dein. Alter, Suplex, der mich hier, oder was? Schau's dir an. Auf die Big Swing. Siehst du? Da fliegen wir beide weg. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätz mich nicht. Na komm. Den Pulsen war ich nicht schlecht. Wolltest du nicht deinen Partner wecken? Ja. Bin noch dabei. Los geht's. Der ist für dich. Wir haben das letzte Mal mit der. Ja, besonders geil mache ich das nicht gerade. Ich dachte, du hast Gewalt. Das hier ist Notwehr. Okay, das Blocken hat nicht so viel gebracht, ey. Okay, das hat es nicht gebracht. Och komm, das ist nicht nice. Das braucht hier noch ein bisschen. Ich habe gehofft, dass ich das Item hier eventuell benutzen kann. So, dran vorbei.
Gut, sie hat ihn noch erwischt. So, Aeris macht... Wollte ich eine Heilung machen? Komm, ich geb wieder. Bora. Übernimm du. Ich leg los. Komm, jetzt haben wir ihn voll mit der Top-Leiste. Oh, okay, und wir haben ihn schon besiegt. Okay, das akzeptiere ich. Lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hey, Root! Sorry für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Ja, könnt ihm so passen. Dann haben wir Root besiegt. Ich würde sagen, es ist Zeit, Aerith wieder heimzubringen. Ihrem Blumenbeet mehr. Warte hier. Oder komm einfach mit. Ja, dann komme ich einfach mit. Dachte, dass sie mich vielleicht aufhält, wenn ich gehen will, wenn sie sagt, warte hier. Redest du mit den Blue? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie?
Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Hier sind schon knuffig, die beiden. Die Blumen hätten meines Erachtens gesagt, wo sind unsere Texturen? Ey, sobald ich dann ein Item in der Cutscene sehe, muss ich natürlich an das verdammte Item denken, um das mitzunehmen. Wie die Materie hier, wie der, welche eine? MP-Boost-Materie, ist nice. Wie die gelben Materie in der Kirche, an die wir ja nicht rangekommen sind. Und flüchten mussten. Das heißt, ich muss dann bei einem späteren Besuch die Materie dann mal wieder zurückholen. Du willst schon zurück? Ja, wir haben schon mehr als genug Zeit ja, hier verbracht. Ich hab genug. Wo seid ihr gewesen? Oh. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung. Aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Clouds Mutter aus Nibelheim. Oh. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Wo willst du hin? Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein.
Und ich habe die ganze Zeit nicht mal den Ton auf und ihr denkt, was macht der Dödel da? Ich habe mein Mikro ausgemacht wie die Cutscene. Es war gerade sehr schwer. Ich habe geflucht wie ein Rohrspatz, weil ich mich nicht dran vorbeischleichen konnte. Aber jetzt. Gehen Sie endlich? Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Wenn die Mama das sagt, aber Aerith ist ganz knuffig. Mann. Nichts für ungut. Ich habe gerade wie ein Rohrspatz geschimpft, aber da habe ich gesehen, das Mic ist noch ausgeschaltet. Ich schalte sicherheitshalber ab und zu mal bei den Cutscenes ab, damit ich da nicht reinquaken kann. Ich habe vergessen, es wieder zu öffnen. Aber ja. Ciao, Aerith, es war schön mit dir. Aber wir müssen wieder zurück. Schöne Stimmung in der Nacht hier. Helmchenhof. Alter, arbeitsloser Opa. Der Reaktor war gewaltig. Mir klingeln noch immer die Ohren. Der hier noch rumhängt. Wollte eh mal zum Freibad. Wir nehmen diesmal den Weg, den wir beim letzten Mal nicht nehmen konnten. Ganz andere Stimmung hier im Dunkeln, ne? Huch, das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Also, ich mach's jetzt überdeutlich. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen. Hey, Cloud? Was ist denn los? Ach, nichts. Also gut, wir können dann doch ein bisschen weiter, trotz dieses Flashes. So, und, ey, ich werde jetzt einmal, Leute, die Musik tatsächlich ein bisschen lauter drehen, ne? Weil ich habe die ein bisschen runtergedreht für das Let's Play jetzt hier, Hintergrundmusik und Effekte, wobei man den Effekt nicht so sehr hört. Ich liebe diese Hintergrundmusik. Die ist super, ey, als ich die gehört habe. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Ja, das ist eine ganz geile Stimmung. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen.
Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Ja, wenn Aerith das empfiehlt, dann sollen wir das nochmal machen. Aber ey, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, diese Musik, ne? So schön beruhigend und mit Aerith hier nachts unterwegs. Das hat schon was. Aber wir nehmen dann ihren Schleichweg hin, statt dem anderen zum Wallmarkt. Nicht mal ein Item hier, aber egal. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, ne? Ja, nicht, dass diese Musik jetzt hier schlecht wäre, aber ich wollte die nochmal rausstellen. Wir wollen ja die Tonabmischung möglichst sinnig hier halten. Deshalb gehe ich hier nochmal runter. Es ist immer ein bisschen relativ so enorm viel Unterschied, machen die Punkte nicht, aber so ein bisschen kleines. Ich will euch die Sprachausgabe natürlich möglichst laut lassen, um zu verstehen, was sie sagen, aber während der Kämpfe nicht hier die Gegner im Speziellen. Keine Chance. Ich zähle auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Auf Nummer sicher. Hatten wir schon mal, ne? Ich will euch während der Kämpfe natürlich das nicht zu laut werden lassen. Okay, ich sollte mir vielleicht Eis wieder auf die Elemente-Attacke packen. Aber dann kann Aerith hier eine Eis-Attacke gleich mal tun. Gibt gar kein Eis. Ja. Haben wir die equipped, aber mit Blitz ist auch okay. Bleib weg! Los geht's! So, geht das eigentlich mit Konterblock hier? Kannst du mich angreifen? Sehr gut! Okay, den Konter kann ich tatsächlich machen. Diese Hippocamps mag ich nicht. Die werden doch schon nervig. Materia. Lass uns mal wieder schön ins Game reinkommen. Also, Luft und Gewitter. Eilen und Gewitter. Und Blut. Blut, Gewitter. Behalte die Luft einmal hier. Ich mache das Gewitter weg. Und ich packe mir die Frost Materia hier rein. Auto, Vita und Gebet können wir drin lassen. Weil bei Gebet hinterfrage ich das jetzt fast schon ein bisschen. Und hier sind wir gekommen, ne? Mit Gebet hinterfrage ich das so ein bisschen, weil man braucht ja zwei volle Slots, um das anzuwenden. Und ich habe die selten. Und wenn, dann haue ich lieber Spezialfähigkeiten raus. Bleib lieber hinter mir. Oh, Schimmer. Das heißt auch Eis. Ich leg los. Nee, das ist Luft bei denen statt Eis. Der ist für dich! Das hat wie... Genau Block kriege ich ihn. Ich habe die Dreiecksmagie gemacht. Aber dafür so ein Aurora. Achtung, Sturmwarnung! Bleib du hier, es muss... Okay, das war ziemlich gut mit der Magie. Übrigens, danke für den Tipp in den Kommentaren beim YouTube-Video. Das habe ich gar nicht gewusst. Wenn man L1 gedrückt hält, kann man die Items mehrfach einsetzen, ohne wieder durchs Menü gehen zu müssen. Da wird der Heiltrank natürlich ganz sinniger, aber ich habe es gar nicht mitbekommen, dass es funktioniert. Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? Nur so was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Ja, diese Kräne, diese Hände, die sind doch vorhanden in dieser Sektion im alten Spiel, aber man konnte sie nicht bewegen. Hier ist es tatsächlich so eine Art Minigame geworden. Hier lang, hier lang! Okay, ich springe auf
Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Easy, ne? Müssen in dem Zielbereich sein und dann können wir die anpassen. Ja, ey, wenn diese Hände alle schon rumstanden in den alten Render-Videos, finde ich eine schöne Idee, das jetzt hier zu einem Gameplay-Element zu machen, wo man Aerith auch mit einbeziehen kann. Ist ziemlich cool. Oh, warte mal, ja. Jetzt ist sie da oben. Jetzt muss ich sie rüberbringen. Im nächsten Zielbereich. Entschuldige. Sag mal. Zu viel gedotzt, aber Aerith überlebt das. Sie ist hart im Nehmen. Ich hab's gleich. Einen Moment noch. Statt Räuberleiter zu machen, machen wir hier diese aufwendige Nummer mit den Armen. Und geschafft. Hier noch etwas rum. Glaube nicht. Ja, solche Kleinigkeiten, wo das vorher nur drei Bildschirme gewesen sind, ist es ein bisschen mehr jetzt. Es ist ein Dungeon geworden. Wir sind oben. Ja. Hey. Nanu? Egal. Aber so darf's weitergehen. Cloud hat sie hängen lassen beim High Five. Das hat er mit Tifa auch schon gemacht, ne? Wenn ihr euch an den Reaktor 5 erinnern könnt. Er ist aufgewacht. Ui. So, ich schätze mal, wir können hier ordentlich Blitzmagie einsetzen. Jetzt reicht mir aber. Kannst du übernehmen? So. Lass uns mal. Los geht's. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Du schaffst das schon. Jetzt ist nicht. Eisenlöcher, was soll's. Ich dachte, hier könnte man durch. Wäre natürlich auch am ehesten was gebracht, wenn es Blitzmagie gegeben hätte auf ihre Attacken. Aber dem war nicht so. Können wir gar nicht durch, ne? Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slum-Kinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen? Das sieht man. Um nochmal auf die Lichtsache einzugehen, ne? Auch hier, wo das rote Licht da rausguckt, ja, es scheint auch ein bisschen rotes Licht dann auch auf Cloud, aber so dezent. Also, rein von der technischen Seite aus her sind Musik und Licht der Star. Die Texturen sind es nicht, wenn die mal geladen haben. Und Bereiche innerorts, die haben sie gut designt bekommen. Wenn es ein bisschen weiter wird, wird es ein bisschen gröber. Oder auch diese versteckten Ladezeiten hier. Ach, Mann, Mann, Mann. Aber die Meinungen, die sind auch schon ein bisschen kreuz und quer verteilt. Ich glaube allgemein, zu einem großen Teil kommt das Spiel sehr gut an. Aber es hat natürlich dann auch entsprechend Erwartungen geweckt bei vielen Leuten. Die gewisse Szenen, gewisse Begebenheiten, gewisse Umstände so visualisiert haben in sich. Aber ich sage euch echt, das ist mehr... Das hat wahrscheinlich weniger mit dem Originalspiel zu tun, sondern mehr mit diesem Gefühl, was bei euch übrig gelassen wurde. Wie sich für euch Final Fantasy 7 früher angefühlt hat. Und wie es wirklich gewesen ist. Krieg ich das mit Macht der Unschuld hin? Nicht so nah rangehen, ja? Zieh dich zurück. Nicht übertreiben. Komm schon! Lass mich mal. So. Eis nochmal. Bin bereit. Reicht nicht? Volle Konzentration. Na komm. Jetzt oder nie. Auskontern sollte ich dich.
Also gehen die Heiltränke schnell weg, wenn ich sowas hier mache. Und ein Item, da sollte keiner drauf verzichten. 1000 Gil sind das sogar. 1000 Gil sind cool. Weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Aber ein Item gibt's hier. Megatrank. Mega. Wir echt nicht weiter. Vorigen Weg mal nehmen. Sieht hier so aus, weil die Platte runtergekommen ist. Das muss also sein. Das sind zwei Smogger sogar. Es sind zwei fucking Smogger. Ich zähle auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ab mit dir. Triffst du von dort besser? Was? Jetzt reicht mir aber. Jetzt liegt es an dir. Komm schon. Bin bereit. Los geht's. Was? Nicht aufgeben. Alter, Cloud, beweg dich mal weg. Überlass das ruhig mir. Noch mal kurz eine Pause. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ich darf jetzt nicht schlapp machen. Okay. Alter, die Ecke da unten, die war nicht so geil. Flieg! So, Smogger B ist auch weg. Smogger. Ah, nein, lauf weg, Cloud, lauf weg. Explosion! Gut, keine Explosion. Egal, gehen wir oben lang. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Wir wissen ja, wie das geht. Also, Container hochheben. Grab it. Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Beim Baggern bin ich gut. Nur beim High Five nicht. Lern mal was, Cloud. Sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, sehr gut, Cloud. Pack's mal dahin. Seite Aerith ist runtergegangen, ne? Da ist sie. Können wir Aerith mal aufnehmen hier kurz. Gibt ja, also wir können es in diesen gelben Bereichen ablegen jeweils. Ding ist. Ich würde Aerith mal hier hinbegeben, weil hier die Materia ist. Einen Moment noch. Ich hoffe, du bist klug genug. Versiegelung Materia. Seal. Geschafft! Bevor du raufkletterst, oder klettert sie von alleine rauf? Nein. Wird. Oh, ich dachte, ich würde zuerst den hier, aber. Und Aerith aufnehmen. Sie einmal hier hinkommen, kann die Leiter verlängern, oder?
wir jetzt die Leiter runter. Doch, bis ganz runter. Hier haben wir jetzt die andere Leiter. Die wir haben davor. Über die Leiter. Hätte ich da nach hinten. Ich kann doch hier durch. Als ob sich Cloud hier nicht hochwuchten könnte, ne? Sogar sein Schwert. Oder wenn er hier hochgeklettert wäre. Hier kurz mal mit dem Fuß einmal zur Seite. Hier lang, hier lang. Na gut, ich akzeptiere das mal. I'll accept it. Mal den extra Pfad nehmen. Cloud, wo das hinführt. Bitte nicht so schnell. Ist gut. Auf langsam, Cloud. Das Spiel muss noch laden. Bitte steh mir nicht in der Sonne. Dann ist es doch nicht die Abzweigung hier, sondern der richtige Weg. Noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Ey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzuwühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. Oder nicht? Genau. Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Das ist doch kein Hemd, der Linke. Die tragen doch gar keine Hemden. Voll Depp. Das ist so eine Art von, mal richtige Idioten. Eine Kompensation! Ach so, genau, du meinst das als Metapher? Genau. Was für Idioten. Wirklich, voll Idioten. Ich bin bereit. Überlass das mir. Wer ist für dich? Oh boy, oh boy, oh boy. Nichts wechseln. Bin ich jetzt dran? Okay, Aerith kann sie wohl von alleine erledigen hier. Ja, hau du mal auf Klau drauf. Gut. Bewegt euch bloß nicht. Habt ihr mich gehört? Wir sind tot. Mausetot. Hält bestimmt nicht auf. Ganz sicher nicht. Das finde ich mega lustig. Tun wir so, als ob wir tot sind und ich kann sie herumschieben auf dem Boden. Indem ich über sie drüber laufe. Das ist fantastisch. Ja, waren die drei drin im Original? I don't remember. Bin nicht so sicher. Aber gut. Wir waren ja schnell erledigt. Das richtig rum? Falsch rum. Hier sind wir gekommen, ne? Der Weg kam mir bekannt vor. Aerith. Geh mir aus der Sonne. Sollen wir echt mit der Map mal achten? Immer noch da. Der Weg sehen wenigstens ein bisschen anders aus. Jetzt oder nie! Wir türmen! Hey! Haut doch nicht ohne mich ab! Wir türmen, ey.
Eine Metapher. Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Oho, wer seid ihr denn? Gutes Timing! Mich juckt gerade über den Fingern! Jetzt zeig ich euch, was ich kann! Das sollte reichen. Oh, los! Ja. Flieg! Nicht zu nah rangehen, ja? Arbeiten wir im Team! Ja! Jetzt reicht's mir aber! Mehr von denen kommen. Der Blitzmagie auf dem Angriff. Eigentlich ganz sinnig. Übernimm du. Komm schon! Ruh mich nur kurz aus. Oh, what the fuck? Was ist denn da passiert? Da habe ich ja gar nicht aufgepasst. Tut mir leid. Dann übernimm. Ich tue, was das ist doch. Gerade wo ich sie geheilt habe. Am Ende reicht das also nur hierfür. Alter, die haben mich beide gekillt. Die haben mich beide gekillt, die Schweine. Okay. Ich dachte, ich mache hier was richtig, aber ich habe alles komplett falsch gemacht. Bin ich mit nicht genug Energie gestartet oder war ich einfach zu unachtsam? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Aber zum Glück, wir haben gesagt, das Spiel ist ja kulant, was die Kämpfe angeht. The fuck war das aber trotzdem? Ah, boy. Okay, meine Energie war ganz weit unten. Ja gut, wenn ich schon so in den Kampf gestartet bin. Kann ich mir aber auch ein bisschen Ether mal nehmen. Da, Petheter. Warum nicht das einsetzen, wenn man es hat, ne? Oho, wer seid ihr denn? Ja, gutes Timing! Hey, Schwertsturm. Nichts überstürzt. Überlass das mir! Ha! Und los! Hey, also. Lass mich mal. Okay, jetzt kann ich nämlich Stromschlag machen. Ich muss mit dem linken Arm auf den Weg gehen. Ich zähl auf dich. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Mensch, ey, was war denn das für eine Kacke? Ist aber auch meine Schuld. Okay, oh, das scheint ein bisschen aufwendiger zu sein. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Klar. Weil ich Cloud heiße. Sogar zwei Arme gibt es. Also, Armwechsel mit Dreieck, alles klar. Mal den ersten Container nehmen.
drehen einmal die andere Seite zurück und ich pack Aerith einmal da oben rauf. Da ist sie. Weil die blaue Materie stiert mich so an. Von der hätte ich gern noch eine. Wie im Jahrmarkt so ein bisschen, ne? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Eine Runde geht immer. Was für ein Material haben wir? Amplifikation. Das klingt auch nicht schlecht. So. Aber ich muss Aerith zuerst aufnehmen. Lass mal hier kurz gucken, was wir damit anstellen können. Aber wenn wir das da unten hinpacken. I understand. Okay, ich habe das falsch gemacht. Dafür geht dieser Arm noch nicht hin. Das war zu früh. Aerith wieder auslösen, glaube ich. Aber eigentlich will ich zuerst den Container gerne greifen und nicht Aerith. Aber ich muss Aerith, weil der Container-Prompt taucht nicht auf. Ah, dann ist klar, weil Aerith muss hier über den Container auf diesen Arm draufklettern. Also darf der Container nicht vorher weg sein. Aerith aber... absetzen. Ich kann nicht gleichzeitig runter und seitwärts. Komm, Aerith. So, ich muss den Container nehmen, der auf der rechten Seite jetzt ist. Hoch. Randotzen. Ihr seht diese gelbe Markierung, über die gerade mein Schatten hinweg geht mit der Hand. Da konnte ich, da hätte ich gerne den Container abgesetzt, der auf der oberen Seite ist, mit der zweiten Hand. Allerdings ist sie nicht tief genug gegangen. Deshalb werden wir ein bisschen den Staplerfahrer hier machen. Klaus. Stapel, Stapel, Stapel. Let's staple. Wechsel den Greifarm. Jetzt nehme ich kann er. Da. Greifen. Passen. Jetzt können wir Aerith holen. Cloud! Mal sehen, ob ich so eine Übergabe von einer Hand auf die andere machen kann, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir müssen die Container zum Zwischenlagern benutzen. Wechseln den Arm. Ich hoffe, das sollte gehen, aber würde ich sagen, ne? Bisschen Angst um Aerith, ey, wenn diese riesigen Arme um sie drumherum schwingen. Aber das sollte es jetzt sein. Hoffentlich. Danke. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. Machen Sie das. Lassen Sie mir diese Leiter runter, werte Dame. War aber auch anstrengend jetzt. Da sind die
hier abgelegt haben. Irgendwie, Cloud kann doch Kilometer hoch springen eigentlich. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Hm. Oh, jetzt hast du es verbaselt. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Mach dir nichts draus, Cloud. Ups. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Hey, ihr zwei toten Töpfchen da! Wenn ihr hier durch wollt, wird aber erst Aufsehen sein. Okay, ja. Die Gangster waren nichts. Da, der Ausgang. Lässt du uns durch? Hier, bitte. Oh, oh, oh. Ich halte. Endlich. Ah, der Spielplatz. Oh. Der Spielplatz. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Hm. Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich. Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Ja, interessante Szene auf jeden Fall. Vor allem, wenn man Crisis Core gespielt hat. Das ist natürlich keine Grundvoraussetzung, all diese Games zu kennen. Aber es wirft alles natürlich nochmal in einem separaten Licht. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Leute, die die anderen Games nicht kennen. Kiste, aber die nehme ich mit. Wir können uns ja auf dem Spielplatz erstmal ein bisschen austoben. Ey, das sind also... Also man merkt ja, Aerith fühlt sich angezogen zu Cloud, aber ist es diese Erinnerung an ihre erste große Liebe? Er, die Cloud in ihr auslöst? Oder ist es wirklich eine Attraktion zu Cloud hin?
Also ich weiß ja nicht, ob ihre erste große Liebe sowas hier machen würde. Yay! Oder sowas hier. Oder... Ne, ich glaube, das sind die einzigen Sachen, die man hier auf dem Spielplatz machen kann. Leider, du kannst leider nicht schaukeln. Du kannst die Schaukel zwar bewegen, aber selber schaukeln kannst du nicht. Voila! Huh? Warte mal eben. Guck mal! Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Das ist schade, ne? Also so, Aerith, ich bringe Aerith nach Hause, Moment, ich bringe dich zum Weg, Moment, ich bringe dich weiter und dann bringt Cloud sie wieder zurück. Ja. Also Aerith. Willst du los? Ja. Ja. War schön mit dir. Oh. Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja! Los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen! Oh. Jetzt komm! Natürlich müssen wir Tifa helfen. Die jetzt zu Don Corneo losgefahren ist und sehr gesagt, macht euch keine Sorgen. Zeit zu verlieren. Das Kleid, was sie anhatte übrigens, das müsste eigentlich die Entscheidung sein. Wir haben ja im Sidequest gefragt, oder sie hat uns gefragt, was für ein Kleid würde dir gefallen, Cloud. Ich habe was kämpferisch gesagt und jetzt ist sie angezogen wie Chun-Li. In sexier. Nochmal mit Boob Window. Weil ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich was Exotisches gemacht und ich glaube, da hatte sie auch was anderes an als hier. Aber ja, Aerith hat zwar ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, aber ich glaube, ich wäre eh nachgegangen. Also wir trennen uns doch noch nicht von Aerith, sondern wir jagen Tifa hinterher, die in dieser Chocobo-Kutsche abgeholt wurde, zum Wallmarkt. Holy shitballs. Na? Eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger.
Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Kann sehr, ja, sie kann sehr hoch kicken, weil sie so hoch kicken kann, die Emma Peel. Aus welcher Serie ist das Zitat, sie kann so hoch kicken? Denn sie kann ganz schön hart zutreten. Sie kann ganz schön hart zutreten. Ich fürchte, das hilft nicht weiter. Du redest doch nicht etwa von Tifa. Doch. Genau. Oh je, da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Nie Und wieder. Wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Er will die Chocobo Sam, ey. Und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Ja, Chocobo und Sam hilft uns nicht weiter. Tifa ist zur Brautschau von Don Corneo, dem Herrn der Unterwelt, dem Megapimp von dem Motherfucking Wallmarkt. Und ey, ich habe mich so gefreut auf diese Sektion. Ihr glaubt es kaum. Einer meiner Lieblingsparts aus dem Anfang von Final Fantasy VII. Hey, grüß aus der Midgar-Sektion. Dieses Paket musst du nicht kontrollieren. Weil das, aber das ist doch für Don Corneo in dieser Art umgesetzt ist, in diesem Look. Holy shit. Ist das der Hammer? Es ist der motherfucking Willkommen Kiez. Auf dem Wallmarkt. Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit oder vergnügt euch getrennt oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wallmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Überall leichte Mädchen und leichte Jungs, überall Neonlichter. Ey, was für ein Aufwand hier drin ist. Also, ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier mit den Hamburger Vergnügungsvierteln vertraut sind. Mit dem Kiez hier, absolute Weltneuheit die St. Pauli, aber vollautomatisierter Krämerladen. Wenn du nur den Steampunk ein bisschen rausnimmst, ist das nicht viel anders. Das ist wirklich nicht viel anders. Guck mal, was hat die leuchtende Drinks in der Hand? Boah, so einen leuchtenden Drink hätte ich auch gern. Also Mass Effect Gläser, die sie hier haben. Und ey, den Wallmarkt, den haben sie wirklich sehr, sehr verschlängelt, der alte Waffenhändler war ein komischer Kauf. Beschränkt hier gemacht, überall kleine Schleichwege, überall sind leichte Mädchen und leichte Jungs. Wir haben Under the Rotting Pizza gefunden, einen weiteren Song hier. Kleine Spielplätzchen, was hier abgeht und ja, einer meiner, wie gesagt, Lieblingsparts im originalen Final Fantasy VII und ich habe mich sehr gefreut, wie viel Aufwand hier reingeflossen ist in diese Location. Wenn wir mal auf die Map schauen. Schau, da ist noch alles ausgegraut, aber was für ein... Das ist mal verschlängelt hier, ne? Das ist mal verschlängelt, verglichen mit den Slums von Sektor 5 und Sektor 7, die wir bisher gesehen haben. Und in diesen Sündenpfuhl ist tiefer reingeraten. Die Brautschau von Corneo. Der dummen Sau. Supergirls. Ich hab mein Portemonnaie verloren. Vielleicht kaputt? Ja, an den Laden kann ich mich auch erinnern, mit der Selbstschussanlage. Wie? Ist nichts rausgekommen? Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Klar, genau. Fließband.
Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Stundenhotel. Wie viel? Wie viel? Das fragst du? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Los, ja, wie viel denn? Wir kümmern uns um alle deine Bedürfnisse. Das ist mal wirklich ein schmieriges Hotel hier. Ich habe gehört, mein Sohn Johnny soll sich hier auf dem Wallmarkt rumtreiben. Hast du ihn gesehen? Ich bin extra gekommen, um ihm sein Lieblingskissen zu bringen. Sonst kriegt er auf seiner Reise ja kein Auge zu. Ein gesunder Geist wächst nur in einem gesunden Körper heran. Und für einen gesunden Körper braucht man mindestens 8 Stunden Schlaf, eine harte Matratze und natürlich ein passendes Kissen. Johnnys Vater, Johnny, der ja in Sektor 7 unterwegs gewesen ist, seine Stimme, die haben sie ein bisschen jung besetzt, habe ich das Gefühl. Bisschen zu jung. Willkommen. Eine Pause gefällig? Jo. Was kostet das? Herzlich willkommen. Anscheinend nicht besonders viel. Aber wir haben nur kurz genappt. Hier einen Powernap gemacht. Warum? Oh, ein Automat. Den ich nicht. Dann. Es gibt Toiletten in Final Fantasy. Da. Japanische Toiletten mit Sitzwärmer. Warten, aber immerhin, dafür, dass der Rest nicht so sauber ist, ein Glück haben sie die Toiletten nicht schmutzig gemacht. Aber dafür klaue ich euch aus dem Lagerraum das Hyper-Reinigungsmittel. Da liegt einfach jemand. Ja, nicht nur einfach, eigentlich sind wir einfach reingegangen, während da jemand liegt in seinem Hotelzimmer. Aber stören tut's den nicht anscheinend. Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste? Der auch nicht. Chillen dann richtig gut rum. Hier ist ein Pärchen gerade beim Unterhalten. Diese Bruchbude geht ja gar nicht. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Stören sich auch nicht dran. Dass ich einfach zu denen ins Stundenhotel gegangen bin. Ja gut. Warum nicht? Warum nicht? Richtig gelohnt hat sich das hier nicht. Drinks uns hier abholen. Und es gibt überall kleine Treppchen. Eine kleine neue Abzweigung, die wir nehmen können. Hier können wir oben aufs Dach anscheinend drauf. Das hier ist mein kleiner, aufgeht. Aber feiner Platz. Weit weg von all. Aber eine Kiste, die aufgeht. Oh, Elixier ist super. Also. Man so selten. Können wir mal gebrauchen. Hier eine schöne Ladenzeile. Und guck mal, wer da ist. Chatley. Was machst du Hallo, denn hier? Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Ich freue mich über jede Unterstützung. Das Neues? Nein. Ja, Mission auch nicht. Cloud. Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst... Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermaschine. Ach, jetzt auf einmal. Um die Materie zu vervollständigen. Toll, nachdem ich jetzt mit ihm gesprochen habe. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Gab's hier was Neues? Nein. Esper Chocomoppel. Ja, jetzt. Lass uns mal Chocomoppeln. Portablen Kampf. Geben wir mal die Aufsätze. Animation, die haben wir ja schon gesehen. Schokomoppel! Moppel, Moppel, Choco. Okay. Der sieht wirklich moppelig aus. So. Dann übernimm. Ich leg los. Also hat keine. Er ist leicht resistent gegen physische Angriffe. Eine angenehm mollige Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Eine Manifestation des legendären Chocobos, der Fruchtbarkeit und Glück symbolisiert. Keine taktischen Informationen. 10 FP hat er. Also als Siegprämie kriegen wir 10 FP. Immun gegen viele Sachen. Absorbiert nicht besonders schnell. Ja, ich wollte mal versuchen, ihn abzuholen hier.
Ach, und da kommt... Ah, ist der separat? Da ist noch ein Mogri mit dabei. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Das ist eine Bombe. Ich glaube, das sind die typischen Bomben, die man schnell besiegen muss, bevor... ...bevor sie sich aufleben und noch mehr. Dann übernimm! Komm schon! Was denn passiert? Verdammt! Wieso? Okay. Ja, das war nicht so gesund. Cloud kann einmal kurz. Schwörung kommt gleich. Ich bin ja mit Shiva dann gleich ausprobieren. Haut macht den Schlag. Hau rein! Okay, im Team! Macht, macht der Unschuld. Ja? Noch eine macht der Unschuld. Jetzt reicht mir aber! Das war's dann! Das ist unsere Chance! Ich bin dran! Ja, jetzt können wir uns schwören. Und der Shiva dazu. Hole mir die Shiva! Danke, dass du so schnell gekommen bist. Hat ja keine großen Elementaraffinitäten, aber Shiva kann nie. Shiva. Oh, what the fuck? Okay, Eiszapfenhaken. Gerne auf die Bombe. Bombe noch am Leben ist sie nicht, ne? Aber keine ziemlich einfache Bombe machen. Okay. Schock, geil, und er fällt jetzt wieder nach runter. Los geht's! Und schaffst du das? Danke. Mach was los. Okay, ich mach das. Bleiben wir im Rhythmus. Ich muss einmal die Bombe analysieren, ey. Vielleicht. Fragezeichen. Ein beschworenes, mysteriöses Betriebstier. Ich war gerade ein Tomberry und ein Kaktor. Laut. Oh oh. Was macht er da? Einmal gegen das Gebet. Und jetzt kommt ihr Abschiedsangriff. Sehr gut, war's das? Ja, aber. Uff, der hat ja wirklich ordentlich Hitpoint. Der Fisch. Kommt er?
Impuls-Hieb. Der. Noch ein Impuls-Hieb. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Also, na, ich hab dann. Der ist für dich. Triffst du von dort besser? Und tschüss. Dann übernimm. Komm schon. Es ist aus. Jetzt reicht's mir aber. Übernimm du. Ich kenne ihn. Warum so viel ist das nicht mehr? So, gleich haben wir dich, gleich haben wir dich. Yes! Yes, 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 yes! Cloud, herzlichen Glückwunsch! Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Wie Kampfberichte abgeschlossen. Gibt's noch eine Materia? Ich freue mich auf weitere Daten. Wenn ich nochmal mit dir rede? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Meister der Gegenstände. Verbessert die Wirkung von im Kampf eingesetzten Gegenständen. Wenn man die magische Verkettung ausverkauft. So, jetzt haben wir einen zweiten Choco. Boah, wir haben hier schon Choco und Mock. Dass du Ifrit, Shiva, Chocobo und Mogri und noch ein Chocobo. Doppel-Chocobo. Aber gut, Chocomoppel solltest du nicht drauf verzichten. Wir packen ihn mal. Jetzt hat jeder von uns eine Materia. Das ist ja schon mal ganz cool. Wir schauen uns in diesem Teil noch ein bisschen weiter um. Oh, hier gibt es ein bisschen lecker Halal-Fleisch. Brot. Wir schauen uns ein bisschen hier noch um. Wenn wir schon zum Walmaki hingeschaut haben, da hinten geht es zu Don Corneos Villa. Aber es gibt ja hier noch ein bisschen mehr zum Angucken. Beispiel hier eine Bar. Ramen-Bar. Im Rahmen des Gehäuses, des Hauses. Spaziert. Bei uns herrscht freie Platzwahl. Ja, was kann ich kaufen hier? Was darf's denn sein? Empfehlen kann ich natürlich die Empfehlung des Tages. Natürlich. Hereinspaziert! Okay, freie Platzwahl, aber Platz nehme ich kann ich nicht. Ich kann nur den freien Platz wählen. Stapeln Sie mehrere Kugeln übereinander und so, die Richtung ist, glaube ich, richtig. Da haben wir noch nicht so viel geguckt. Da gibt es noch ein paar. Okay, wenn wir hier hingehen. Oh, Moment. Moment, Moment. Habe ich gerade Johnny gehört? Noch Johnny unten, ne? Gehst du hier irgendwo rum oder habe ich dich hier irgendwo gesehen? Vielleicht an mir vorbeigelaufen, der dumme Johnny. Ja, ein etwas größeres Etablissement. Guck mal, die spielen da Dart, aber ich glaube, kann ich überhaupt Dart spielen? Lust auf eine Runde Dart? Und herausfordern? Nein. Ich hab's ganz schön drauf. I can it. Aber Karaoke-Man ist da. Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Dankeschön. Gefällt dir das? The Midgard Blues. Ist was? So sieht's eher aus. Ugh, was für eine Nacht. Und hier wird in der Küche gewurstet. Gott, möchte ich das essen? Ich denke mal, weiß nicht, was das für ein Gedärm hier ist. Richtig, deshalb habe ich das hier vor. Aber würde ich lieber darauf verzichten, lieber hier. Schön ein bisschen Souvlaki. Gyros. Würste, die von der Decke hängen. Und auf der anderen Seite gegenüber ist die Muckibude. Ach, guck mal.
Und hoch und runter. Und hoch und runter. Kniebeugen-Wettbewerbe, wo das Auge hinreicht. Aber die Badewanne ist dreckig. Ist dreckig. Toilette habt ihr hier nicht, nur eine Badewanne anscheinend. Aber als Muskelmann braucht man keine Toilette. Das geht auch so. Alle im Ring gemeinsam. Und hoch und runter. Und hoch. Okay, ja, nur ein Arm. Den anderen trainierst du von Haus aus, mein Freund. Der ist geschlossen hierhin. Und da ist Machine und Gun. Waffenladen. Willkommen im Waffenladen des Weimarkts. Was hast du denn da für mich? Guck mal, eine Hartklinge. Endlich eine neue Waffe für Cloud. This I'll take. Fehlanreif und Nietenarmband. Ja, wir sind hier ganz gut ausgestattet, aber bis wir gehen erstmal rüber und wählen Clouds neue Waffe aus. Erstmal die Waffenmodifikationen. Drei Slots. Rüsten diese aus. Mal kurz gucken. Die Gewittermaterie. Heilen und Glut. Ja, verzichten wir auf Gewitter einmal. Hartklinge, alles runter bis auf physische Attacke. Aber Ende mit Schrecken. Ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern in Schockzustand verbraucht 2 ATB-Einheiten. Kann man schon mal machen. Waren Sie kurz davor, sich mit Raketen abzuschießen? Wollen Sie den Waldmarkt fliegen? Was ich nicht. Nur Lagerraum. Hier oben. Sieh mal da! Oh. Ziemlich protzig. Das muss Corneus Villa sein. Ja. Don Corneus Villa. Eine Pagode einfach direkt hier in den Slums. Unterhalb von Midgar oben. Aber ich würde sagen, lass uns da noch nicht die Story weitertreiben. Sondern noch ein bisschen im Teil im Wallmarkt umschauen. Geht seitlich entlang. Auch hier gibt es düstere Seitengassen. Wo ich nicht hoch kann. Weil sie ist hochkant. Stattdessen ist hier eine Wand mit Graffiti. Avalanche-Graffiti. Hier haben wir aber lang dran gesessen. Aber ansonsten eine Sackgasse hier. Naja, auf dem Wallmarkt kann man viel erleben. Viele kleine Lädchen, Etablissements und interessante Typen. Wir haben Johnny irgendwo gehört, der rumgeblabert hat. Wir gehen nochmal in die letzten interessanten Ecken, wobei die wirklich auch bei allen kann man so ein bisschen was entdecken. Aber rein visuell und von der Dichte her, das ist ein schönes Erlebnis hier. Einfach mal einen Kiez nachgebaut. Dafür wurden Neonlichter gemacht eben, ey. Oh, warte mal, da sehe ich. Da waren wir noch nicht drin. Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Ja, hier bei den Urban Outfitters. Bei Abercrombie und Finch. Das sieht echt auch aus wie so ein trendiger Verkaufsladen, ne? Backsteinwände und einfach so Gestelle. Damit das cool ausschaut, nur ein halbes Mannequin, was hier nicht angezogen ist. Ja, wo das extra teuer ist. So sieht das aus. So würden die Dinger designed sein. Und guck mal, hier haben wir noch ganze Seitenstraßen hier, die nicht gewesen sind. Frage ist, wie wir am ehesten dahin kommen. Okay, hier hoch. Hoch oder runter?
Tu doch nur, als wäre sie besoffen. Alten Straßen und Ecken. Hier waren wir, glaube ich. Ja, das hier ist auch eine Kneipe. Was willst du? Nicht so hier hinten. Schon gewusst, wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann... Alter Lustling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Das Honigtöpfchen. Ups, jetzt habe ich nochmal den Text. Ach, jetzt habe ich ein drittes Mal den Text gemacht. Das Honigtöpfchen. Das Honey Bee Inn aus dem Original. Ob bei dem da drin alles in Ordnung ist? Sicher nur ein Besoffener. Tja. Das kommt ja durchaus häufiger vor. Also auf jeden Fall sehe ich da was, was ich gern mitnehme. Wirklich übel hier. Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich... Ja, krank. Was liegt denn da auch auf dem Boden, ey? Jetzt rüttel mal hier nicht so rum. Lass mich die Materia nehmen. Barriere. Hättest du gut gebrauchen können hier in der Seitenstraße. Also von hier kommen wir auch zum Honigtöpfchen hin, zum Honeybee Inn. Ah! Ich hab mich erschrocken. Wie steht denn da? Einfach Aerith. Angst gemacht. Und schau dir das an. Das Honigtöpfchen, das Honey Bee Inn. Was für ein Glück. Das Vergnügungsetablissement unter Vergnügungsetablissements. Verzeihung, mein Herr. Wir haben leider noch geschlossen. Nur wenn Künstler und aber rein lässt er mich nicht. Was ist los? Einfach mal Nutten hier. Du hast früher als Honigmädchen gearbeitet? Ja, stimmt. Kann ja nicht anders sagen, ne? Hier in den Seitenstraßen. Die Seitenstraße meint er, okay. Unten vorbei. Aber hier geht's auch lang. Guck mal hier. Was ist? Die kennen wir doch. Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Nachts? Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Ey, die uns auf ein Quest geschickt hat, damit wir die Kinder zu ihr holen, damit sie noch abends ihre Pläne verwirklichen kann, die dann... in dem Bienenoutfit halbnackt tanzt mit ihrem großen Vorbau. Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Ja, das glaube ich dir gerne. Meine Dame. Hier auch einfach in der Seitengasse, ey. EF. Aber gut. Heute ist mal wieder ziemlich was los. Mann, ist das. Und guck mal da. Ich kenne dich doch. Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Ja, kenne ich. Oh, ich wusste es doch! Bist du auch einer von der Sorte, der immer ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn er sich mal amüsiert? Nur um dann kurz darauf wieder schwach zu werden und aufs Neue loszuziehen? Oh. Hm? Hast du eine Frage? Hast du tiefer gesehen? Tiefer? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh! Ich habe keine Zeit zu verlieren! Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, nichts. Der ist immer so drauf. Er ist wirklich immer so drauf. Ja, das war schon die Nebenstory mit Johnny, der hier sich nicht reingetraut hat. Jetzt hat er sich aber, jetzt hat er es mit Tifa erfahren und
Das wäre dann so eine Sache, ob er denn hinterherkommt oder nicht hinterherkommt. Hier ist noch eine weitere Seitenstraße, wird mir angezeigt. Hier. Da haben wir es nochmal ein bisschen ausgegraut gesehen. Ja, überall versteckte Schleichwege hier auf dem Wallmarkt. What happens in Wallmarkt stays in the Wallmarkt. Das beste Honigmädchen ist Melitta, kein Zweifel. Das ist... Moin, moin. Hier hinten. Was ist? Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Dann empfehle ich unsere Versicherung mit Selbstkostenbeitrag. Na gut, da wird er abgezogen und die lassen mich nicht durch. Das muss ich mir für ein anderes Mal merken, während die hier sich ihre Pornohefte angucken. Nein, nein, nein. Pornohefte. Dafür habe ich den Pop-Schutz hier am Mikro, damit ich, wenn ich Pornohefte und andere P-Wörter, Penispumpe beispielsweise sage, dass es nicht so hart für euch klingt. Also hart von Wort her, aber nicht hart vom P-Sound. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar kleine Eckchen fehlen uns noch, die uns an. Ich nehme das volle Programm. Hier noch durchquetschen. Schauen, was hier ist. Oh Mann, hier ist auch alles dicht. Ach, und wir hören Musik, ne? Boah, der Chef geht mir auf den. Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Wir sind doch nur hier, weil wir gerade die Arbeit. Man kann doch nicht nur schuften. Was wollt ihr eigentlich in Zukunft machen? Wo kommt aber die Musik her? Ich will meinen eigenen Laden eröffnen. Ach, da ist ein Laden, auf wo wir noch nicht reingegangen sind. Ne, ihr seht, beim Säckel da hinten. Muss aber auch merken, dahinter war wieder ein Item, während diese Arbeitsschwänzer davor stehen und mich nicht reinlassen. Ja, da ist er. Ist nicht unser. Wollte doch einkaufen statt dieser machen. Wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge. Wow. Ach, das Honeybee-In. Die anderen Items herzlichen Dank. Sehen nicht spannend genug aus für mich. Und wir hatten hier an der Seite, ne? Hier hoch. Und was geht denn hier? Ob bei dem alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber hier, in dieser Gasse... Man hört so furchtbare Geschichten. Herrje, komm doch endlich raus. Das muss ich mir angucken. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da check ich durch. Was ja. Willst du? Weil es sind mehr als genug Leute. Wir stressen. Noch ein Item. Aber ihr lasst mich durch. Alles erledigt. Allerdings hat der Neue es verpfuscht und wurde von Touristen ge... Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Mich noch einmal laufen, ey, halte Schnauze. Also auch hier, Seitengassen wäre interessant, die nochmal zu durchsuchen, wenn nicht so viele Hyopais hier rumstehen. Ich hätte mich einfach durchquetschen können. Was geht hier? Diese Bauchschmerzen. Ja, da habe ich für ihn nichts. Bauchschmerzmann. Na gut, dann gehen wir wieder durch. Erinnert mich daran, als ich in Japan war und die Kiez-Tour da gemacht habe in Shinjuku, um mal die Yakuza-Tour zu machen, weil die Gegend da ja in Yakuza dem nachempfunden ist. Da gab es auch so eine Seitengasse, wo diese kleinen Läden sind. Ich habe mich da nicht reingetraut. Nichts rausgekommen außer Schüsse? Also eine Selbstschussanlage ist nicht geil. Vielleicht wenn kaputt. Du dir die Kunden da halten möchtest. Da konnten wir hinten nicht rein. Hier ist noch ein Lädchen, ne? Eine Eckchen hier. Bei Corneo wird es weitergehen. Hereinspaziert, nur keine Scheu. Der automatisierte. Da war noch ein Materialladen. Ja.
sich mal durchkneten zu lassen, tut richtig gut. Aber abgeschlossen ist. Wo ist der Materialladen? Da. I'm just a material girl. Der liegt genauso wie im Original. Der lag nämlich auch da. Final Fantasy 7 im richtigen Spiel. Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Hast du was für mich, was ich noch nicht kenne? Ausweich rund um Schlag. Elementarangriff oder sowas gehabt. Aber nein. Der Hyopai hat nicht. Runter. Aus vom Ballmarkt. In Richtung. Das wäre die alternative Straße. Wäre Aerith uns nicht. Wir hätten einfach geradeaus laufen können. Statt den Schleichweg zu nehmen. Ah, und da ist wieder die schöne Musik. Fast wieder in Sektor 5 angekommen. Sind auch Leute, ich wollte sagen, bumsen hier, aber nein, die gehen da einfach herum. Ich schaue mich nur einmal kurz um. Hat sich doch gleich gelohnt. Sternenanhänger. Gut, wir wollen nicht wieder zurück zu Sektor 5. Das ist wieder runter. Ich würde sagen, dann bewegen wir uns für diesen Teil zumindest noch, da wir die große Keystore jetzt schon erstmal gemacht haben. Kurz vor Don Corneos Gebäude und überlassen uns das für den nächsten Teil. Während wir hinlaufen, kann ich auch schon mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. GregsRPGHeaven.de. Natürlich immer regelmäßig Videos, jetzt aktuell das Let's Play. Gerade machen wir auch viel wieder Sessions mit Final Fantasy 14 im Livestream. Kommt auch gerne vorbei. Wir haben die Story von Heavensward sehr weit getrieben schon mal. Podcast-Versionen auf lauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feed. Kann man natürlich auch gerne mitnehmen. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Patreon.com/RPGHeaven, steadyhaku.com/RPGHeaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/Katsios. Das sollte es sein. Das war Final Fantasy VII Remake für heute. Wir sagen Tschüss und genießt das Licht. Stensen.